Ich zeige dir heute die drei besten Wege, um in Logic Pro X mit Samples zu arbeiten. Los geht's! Hi, ich bin Martin und auf diesem Kanal erkläre ich dir, wie du in Logic Pro X Musik produzieren kannst. Samplen bedeutet im Prinzip nichts anderes, als ein bestehendes Musikstück oder Audiofile zu nehmen und es für deinen eigenen Titel wieder zu verwerten, in anderer Form oder in gleicher Form. Oft wird das beim Remixen gemacht, beim Hip-Hop, beim R&B, in verschiedenen Songgenres wird sowas gerne verwendet. Also wenn du zum Beispiel Apple Loops benutzt und dir aus Apple Loops einen eigenen Song baust, machst du nichts anderes als Samplen. Und bevor wir gleich loslegen, würde mich genau das interessieren, verwendest du Apple Loops oder verwendest du andere Samples? Und wenn ja, welche bzw. mit welchem Plugin samplest du? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, ob du mit Samples arbeitest und wie gesagt, welche Tools du benutzt. Gut, kommen wir zur Möglichkeit Nummer 1, wie du in Logic Pro X am besten samplen kannst und das ist Logic Pro X selber. Das heißt, du kannst, wie angesprochen, Apple Loops benutzen oder du kannst einfach deine eigenen Tracks als Samples benutzen und das wird sehr, sehr oft vergessen, dass man das auch machen kann. Also, wir hören uns mal hier dieses Beispiel an und dann versuchen wir hier mal ein bisschen was zu samplen. Was du jetzt hier hörst, unschwer zu erkennen, ist ein Piano, ein MIDI-Piano, das ich eingespielt habe. Und ich habe es dann noch gelayert mit so einem anderen Sound, um es einfach ein bisschen anzufetten. Und das hört sich jetzt nicht so wirklich nach Sample an, sondern das hört sich danach an, wie wenn jemand ein Piano spielt. Und das klingt nicht richtig nach Sampling, es klingt nicht so richtig Lo-Fi, wie man das beim Remixen oder beim Samplen gerne haben möchte. Und deswegen ist das Erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich diese Regionen hier als Audio-Files bounce, weil beim Bouncen oder mit dem Audio-File selber kannst du viel besser arbeiten, das kannst du viel besser manipulieren als jetzt so eine MIDI-Spur. Ja, deswegen bounce ich die jetzt hier direkt ins Arrangierfenster, ich layer die runter, dann können wir die mal hier muten. Was ich jetzt habe, ist das gleiche, nur als Audio-File eben. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich versuche das Piano einfach ein bisschen älter klingen zu lassen. Ja, das ist zunächst mal das Erste. Wir kümmern uns also jetzt um das Piano. Und das Erste, was ich machen kann, ist zum Beispiel, ich kann, um die Sache jetzt ein bisschen älter zu machen, einfach mal die Höhen so ein bisschen wegnehmen. Das gibt so einen leichten Lo-Fi-Telefon-Charakter schon mal so ein bisschen. Ne? Aber es gibt natürlich viel ausgefuchstere und viel bessere Plugins, mit denen das viel schneller geht. Und ich möchte dir kurz von Isotope Vinyl vorstellen. Das ist kostenlos. Kannst du dir kostenlos runterladen. Und mit diesem Plugin kannst du jetzt deine Tracks oder deine Audio-Files einfach ein bisschen älter machen, indem du sie manipulieren kannst. Du kannst hier Mechanical Noise dazu machen oder Vinyl kratzen. Und hier über diesen Schalter, den mag ich ganz gerne, kannst du dieses Audio-File hier einfach altern lassen. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Ja, nochmal Vergleich kurz, ohne und mit. Und so weiter. Also mit solchen Plugins, da gibt es ganz viele, das ist jetzt kostenlos und das finde ich ganz gut, kannst du so ein Audio-File von dir selber einfach altern lassen, um mehr diesen Vinyl-Charakter zu geben oder mehr diesen Sample-Charakter zu geben, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Sample verwenden würdest von 1960 oder wann auch immer. Ja, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe es hier schon vorbereitet, ich habe diese beiden Spuren hier, das Piano und das Sample hier oder das Undick-Layer hier noch ein bisschen nachbearbeitet. Ich spiele es dir kurz vor und dann zeige ich dir, was ich gemacht habe. Gut, ich habe also hier verschiedene Techniken angewendet und es ist einfacher, wie gesagt, mit einem Audio-File zu arbeiten und das zu manipulieren. Was ich hier gemacht habe, ich zeige es dir ganz kurz bei dem Piano zum Beispiel,
ist, ich habe so einen Tape-Stop-Effekt eingebaut. Das geht ganz einfach in Logic hier. Dann siehst du hier eingezeichnet. Ja, das kannst du machen, indem du hier auf Fade-Out gehst. Siehst du das? Fade-Out. Jetzt wäre es ein normaler Fade-Out. Den kannst du dann hier einzeichnen. Und ich bin jetzt einfach auf Verlangsamen gegangen. Das gleiche kannst du hier vorne machen. Zum Beispiel mit, wenn ich jetzt hier reingehe. Und dann kannst du, könnte ich das auch einfach beim Fade-In, wo ist der Fade-In? Hier kannst du auf Beschleunigen gehen. Das habe ich hier vorne gemacht. Ja, Verlangsamen klingt so. Zack, ne? Und wenn ich jetzt es gleich nochmal laufen lasse, dann verlangsamt der hier und hier wird er wieder schneller. Okay. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein Versehen. Das wollte ich gar nicht hier. Gut. Und dann habe ich hier mit diesem Layer-Effekt, den habe ich hier geschnitten. Einfach. Ja, wenn wir uns das mal hier anhören. Ups. Ja, wenn wir die Originalspur von dem Layer hier angucken. Ich habe einfach dieses Teil hier ausgeschnitten, diesen Anschlag zum Beispiel. Ja, einfach hier schneiden. Und hier schneiden. Und das habe ich dann da dahinter gelegt. Ja. Und hier siehst du, jetzt habe ich es einfach hier nachgebaut. Und dann habe ich diese Region hier, diese komplette Region, dann nochmal genommen. Das war, glaube ich, die hier. Und habe die komplett rumgedreht. Ja, ich das jetzt hier verlängere. Bin ich hier auf rückwärts gegangen. Siehst du das hier, das Kästchen? Wenn du jetzt hier diese Region beobachtest, zack, läuft sie rückwärts ab. Ja? Und dann hört sich das eben einfach so an. Okay. Damit kannst du schon diesen Sample-Charakter mit deinen eigenen Audio-Files dir zusammenbauen. Was man auch noch machen kann, was sehr, sehr cool ist, ist, du kannst natürlich auch eine komplette Region, wenn es der Sound zulässt, das ist immer so ein bisschen eine Soundsache, kannst du komplett rumdrehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Region hier rückwärts ablaufen lasse, dann klingt das ganz interessant mit dem Piano zusammen. Erstmal kurz Solo. Ja, ist wie gesagt eine Soundsache. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Und das klingt jetzt recht spannend, wenn ich es mit allem zusammenlaufen lasse. Die kreativen Möglichkeiten hier sind natürlich unbegrenzt. Du kannst zerschnipseln, zerhacken, langsamer machen, Tape-Stop-Effekt einbauen und so weiter. Also du kannst da unglaublich viel machen. Und das wäre Möglichkeit 1, mit deinen eigenen Audio-Files Samples zu bauen und diese dann zu manipulieren. Und damit kommen wir weiter zu Möglichkeit Nummer 2. Möglichkeit 2 ist das Sampling mit Alchemy. Und auch das wissen viele nicht, dass du mit diesem Synthesizer hier, mit diesem Synthesizer-Monstrum, besser gesagt, in Logic, dass du damit perfekt samplen kannst. Also das ist ein, als Sampling-Instrument ist das perfekt geeignet oder als Sampler. Viele arbeiten immer noch mit dem EXS24, den stelle ich ja auch noch vor. Aber mit Alchemy geht es viel, viel einfacher. Und zwar hast du hier Alchemy vorliegen und ich habe jetzt hier eine Soundbank zum Beispiel, die mir gefällt. Okay, nehmen wir mal an, ich wollte das jetzt samplen, also ich wollte dieses Instrument spielen können auf meinem Alchemy Synthesizer. Und zwar musst du da hier auf File gehen und dann auf Initialize Preset. Und jetzt hast du hier den Alchemy Grundsound, der ziemlich gruselig klingt, zugegebenermaßen, ja. Deswegen wollen wir uns unsere Samples jetzt hier reinladen. Und da gehst du hier auf Source, ja, auf Quelle und dann nehmen wir Quelle A und hier gehst du einfach auf Import Audio. Ja, also es war erst File, Initialize Preset, dann gehst du hier auf Sources und dann gehen wir auf Import Audio. Das Ganze im Advanced Tab, ja, Import Audio. Und jetzt geht das Importfenster auf. Was ich jetzt machen könnte, wäre, ich habe ja hier schon meinen, diesen Ordner gehabt mit diesen Samples drauf oder mit diesem Instrument. Das würde ich jetzt hier einfach reinziehen, ja. Da ich das schon gemacht habe, kann ich das aber jetzt suchen. Und zwar liegt das bei mir auf dem Desktop unter Samples. Und jetzt kann ich die Samples hier mit der Maus anspielen. Und wenn mir eins gefällt, du musst auch nicht alle reinziehen, dann kann ich das jetzt hier importieren. Jetzt siehst du hier, dass das Sample drin ist. Und wenn ich jetzt nicht auf die globale Ansicht gehe, sondern hier einfach auf A, die ist die Source, die ich habe, und dann auf Edit, dann hast du hier diesen Sampler, diesen Alchemy Sampler. Und das Irre ist jetzt, dass er mir dieses Sample, dieses eine, das ich rausgesucht habe, angelegt hat. Und es ist schon fertig. Ich kann es jetzt wie ein Instrument spielen.
Ja, und ich kann es auch hier zum Beispiel verkürzen. Du hast hier die Möglichkeit zu loopen zum Beispiel. Wir können aber auch nochmal was anderes probieren. Ich habe ja jetzt nur ein Sample hier reingeladen. Wir können jetzt natürlich auch versuchen, mehrere Presets uns rein, also mehrere Samples hier reinzuladen. Und ich gehe nochmal hier auf Desktop und gehe dann auf meine Samples. Und jetzt kann ich mir die Samples raussuchen, die ich bearbeiten möchte. Ich könnte, oder die ich benutzen möchte. Ich könnte jetzt alle raussuchen, aber ich kann auch einfach verschiedene raussuchen. Nehmen wir mal die hier. Okay, ich habe mir jetzt 4 Samples rausgesucht, die ich bearbeiten möchte. Und hier hast du noch die Möglichkeit, du hast hier verschiedene Analyse-Modi, die du benutzen kannst. Ich benutze jetzt hier Sampler, weil ich es als Sample-Instrument benutzen möchte. Und beim Mapping ist es wichtig, dass du hier auswählst, ob Pitch oder Drum. Das Irre an Alchemy ist, wenn du Pitch auswählst und ziehst diese Sample jetzt rein in den Sampler, dann erkennt er die Tonhöhe und legt dir die Samples so an, von unten nach oben, also vom tiefsten Ton zum höchsten Ton. Das ist völlig durchgeknallt. Das kann Alchemy erkennen. Das ist richtig krass. Was ich jetzt im folgenden Beispiel aber gemacht habe, ist nicht Pitch, also das wählst du bei einem Melodieinstrument aus, sondern Drum. Und dann legt er dir die einfach willkürlich hier auf die Tastatur. Ich gehe nochmal auf Importieren. Und jetzt bin ich hier bei C1 und er hat mir die jetzt willkürlich auf die Tastatur hier gelegt. Ja, ich spiele jetzt von chromatisch von unten nach oben, aber es ist jetzt durcheinander. Genau, das kann jetzt sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel einen Kreativboost willst, wenn du nicht möchtest, dass die von unten nach oben oder von Tonhöhe tief nach Tonhöhe hoch angeordnet sind, sondern durcheinander, um neue Melodien zum Beispiel zu erfinden. Das kann ganz gut sein, um deine Kreativität anzukurbeln. Und ich habe jetzt hier dann die Melodie eingespielt. Ja, ich bin dann irgendwann auf diese Melodie hier gekommen. Ich mache mal die ganzen Effekte raus und die hat dann so geklungen. Okay, zum Beispiel, so kannst du also ein anderes Instrument oder ein anderes Audio-Sample dazu benutzen, um deine eigene Melodie zu bauen und deinen eigenen Song daraus zu bauen. Und jetzt kommen wir zur letzten Möglichkeit, wie du in Logic Pro X am besten mit Samples arbeiten kannst. Und das ist die gute alte Oma EXS24. Für viele ist der Alchemy Synthesizer einfach zu unübersichtlich und hat zu viele Funktionen. Und deswegen zeige ich dir jetzt auch noch diese Möglichkeit mit dem EXS24 zu samplen, weil es einfacher ist und weil es für einfache Samples, für einfache Sample-Bearbeitung auch völlig ausreichend ist. Ich habe hier dieses Gitarren-Sample, diesen Gitarren-Loop hier. Das ist unser Gitarren-Loop und jetzt möchte ich den samplen oder als Sample-Instrument auch für den EXS24 anlegen. Dazu schneide ich jetzt einfach diesen Loop in die einzelnen Teile, in die ich ihn teilen möchte. Bei Drums ist es ganz gut, du schneidest es an den Transienten. Das zeige ich dir gleich. Und ich mache es jetzt aber so, ich möchte für jeden Akkord hier einfach ein Sample anlegen, das ich dann über den EXS24 steuern kann. Dazu gehe ich auf mein Scherenwerkzeug, habe ich mir per Rechtsklick angelegt und halt einfach die Alt-Taste gedrückt. Und das bewirkt, dass ich jetzt 4 gleich große Stücke habe. Und die kann ich jetzt als Sampler-Instrument anlegen. Ja? Da gehst du einfach mit Rechtsklick drauf und jetzt kannst du diese Spur hier konvertieren und die kannst du in eine neue Sampler-Spur umwandeln. Wir nehmen nach Regionen, das ist richtig so und ich brauche jetzt hier gar nichts groß zu machen, das sind ja nur 4 Stücke, die ich möchte. Das kannst du jetzt im Prinzip hier wieder löschen. Und ich kann jetzt diese Samples hier über meinen EXS24 anspielen. Und zwar, indem ich hier auf Edit gehe. Gehst du einfach auf Edit hier. Jetzt siehst du, er hat die Samples hier angelegt. In dem Fall sind es nur 4, hat er wahrscheinlich jetzt alles richtig gemacht, automatisch. Genau, wenn du möchtest, dass er das weiterspielt, also du kannst es hier auch verstimmen, aber du siehst, es sieht alles schon sehr alt aus und im Gegensatz zur Alchemy jetzt nicht wirklich wie ein Rolls-Royce. Und du kannst auch jetzt bezwecken, in dem Fall, wenn ich jetzt One-Shot nehme, dann spielt er mir den kompletten Loop ab. Wenn ich das rausnehme,
ich das hier deaktiviere, dann hört er sofort auf zu spielen, wenn ich von der Taste gehe. Okay, bei One Shot spielt er den kompletten Loop ab. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Aber auch das ist etwas klobig. Und deswegen möchte ich dir noch einen Sampler zeigen, den ich ganz cool finde. Falls dir jetzt weder Alchemy gefällt, noch der EXS24, zeige ich dir jetzt zum Schluss noch einen Sampler, den ich ganz interessant finde und mit dem ich gerade rumspiele. Und das ist Serato Sample. Das ist ein MIDI-Instrument und das ist ein Sampler, der so ein bisschen übersichtlicher ist. So, das ist Serato Sample. Benutzen hauptsächlich DJs und so weiter. Jetzt muss ich mal hier kurz das kleiner machen, weil ich muss mein Sample hier reinziehen. Und jetzt haben wir hier, sagt er hier, Load Audio File. Das ziehe ich einfach rein. Zack. Und schon hat er es geladen und ich kann es jetzt hier drin direkt auch abspielen lassen. Okay. Und ich kann jetzt hier, das spielt er hier mit. Okay, das war nichts. Zunächst mal kann ich hier wesentlich langsamer vorgehen, nur dass du mal den Unterschied siehst. Langsamer hier durchsweepen. Und ich kann jetzt hier einfach Samples setzen, indem ich hier auf die Tastatur von meinem Keyboard drücke oder von deiner Tastatur. Du brauchst nicht mal ein MIDI-Keyboard. Ich möchte jetzt hier praktisch ein Sample haben. Drücke ich hier auf meine Keyboard-Tastatur. Hier die nächste. Hier die nächste. Und hier die nächste. Ja. Und jetzt habe ich hier meine Samples und kann es über mein MIDI-Keyboard oder über deine Keyboard-Tastatur vom Computer einfach steuern. Ja, ich spiele einfach auf dem MIDI-Keyboard mit oder auf der Computertastatur kannst du hier mitspielen und hast hier natürlich sehr viele Möglichkeiten zur Beat-Manipulation. Das sieht jetzt schon wesentlich professioneller aus und wesentlich übersichtlicher aus. Was hältst denn du davon? Es kostet, glaube ich, aber 74 Euro, ist also nicht ganz billig. Kommst du mit Logics Sample- oder Loop-Möglichkeiten klar oder benutzt du auch was von einem Drittanbieter? Habe ich am Anfang schon mal gefragt, schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Wenn du effizienter und schneller beim Abmischen werden möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mein PDF Speedmixing. Da erkläre ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du zum perfekten Mix kommst. Das kannst du dir runterladen, wenn du auf den ersten Kommentar gehst, da habe ich den Link angepinnt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!